Die Energien November 2020. Das ist jetzt das Energie-Update für November 2020 und ich mache das jetzt im Oktober, Ende Oktober, weil für mich in meiner Wahrnehmung hat das bereits begonnen. Also diese Energien, die Tendenzen, die da sind, haben bereits begonnen, sich bemerkbar zu machen und du kannst vielleicht auch damit etwas anfangen. Es gilt nicht für jeden, was ich sage. Es gibt immer die Ausnahmen. Ich spreche so aus der Energietendenz des Kollektivs, also was für ganz, ganz, ganz viele zutrifft, was ich so in der Luft wahrnehme, ja, was da so ist. Und das ist das Erste, was ich mit dir teilen möchte und du kannst es vielleicht jetzt auch schon bejahen. Ein Teil der Energie ist Erschöpfung, ist Müdigkeit, ist ein Gefühl von ausgelaugt sein, energetisch ausgesaugt sein. Ja, das nehmen viele jetzt wahr. Das ist auch im Feld spürbar und das wird sich die nächsten Wochen noch hinziehen. Ja, das ist ein Teil und wenn es dir jetzt auch so geht, möchte ich dir gleich raten, gut und gesund damit umzugehen. Also nicht so sehr dagegen anzugehen, ach, ich möchte wieder Energie haben oder mich energetisch fühlen, sondern kümmere dich um dich. Schau, dass du so viel wie möglich zurückschraubst. Ja, es ist nur für eine kurze Zeit. Und dann nimm es mal so und sag, okay, dann schraube ich da jetzt zurück. Ich erwarte jetzt nicht so viel von mir in diesen nächsten Tagen oder Wochen. Ich gebe mir mehr Pausen. Ich mache halblang. Wenn ich irgendwelche Projekte habe, mache ich da auch erstmal langsam, ja, oder warte, bis diese nächste Energiewelle, weil die kommt auch, diese nächste Energiewelle von Auftrieb, wann auch immer das für dich sein wird, bis die mich wieder trägt, damit es leichter ist, damit die Dinge nicht 500 Jahre brauchen, wenn es eigentlich nur eine Stunde gehen soll. Ja, das kümmere dich um dich in dieser Zeit jetzt. Gönn dir das auch, weil erstens, es geht vorbei, diese Phase, und zweitens, du kannst es nicht mit Willenskraft einfach ändern. Ja, es ist da. Und viele, viele von euch sind eben auch intuitiv, nehmen die Schwingungen wahr, die so um einen rum sind und aber gleichzeitig erleben sie eben auch ihr persönliches Leben. Ja. Und das heißt, mach langsam als Ratschlag, wenn du dich auch einfach erschöpft fühlst. Und es fühlt sich wirklich an wie Erschöpfung, also mehr als Müdigkeit. Es fühlt sich so an wie, oh, oh ja, also schwer. Das ist das eine. Und das zweite, das auch jetzt schon gut wahrnehmbar ist, aber sich auch noch verstärken wird, und damit meine ich jetzt auch in einem persönlichen Leben, ist ein Gefühl von wie innerer Rastlosigkeit, aber nicht nur das, sondern auch leicht gereizt sein, Aggressivität in der Luft, nicht zufrieden sein, also so Unzufriedenheit und einfach sehr leicht getriggert, sehr leicht also so Hund mit Knochen, ja, aber eher so gefrustet und verärgert und diese Stimmung und wirklich auch, also Konfliktpotenzial im persönlichen wie im nicht persönlichen Bereich, also global gesehen, unglaublich stark wahrnehmbar. Es sind sehr konfliktgeladene Energien und Frequenzen um uns herum und natürlich interagieren die mit uns. Und da wirst du aufgefordert zu gucken, wie gehe ich damit am besten um. Ja, wenn du merkst, du bist schnell gereizt, du bist ungeduldig mit den Menschen um dich herum, alles geht dir auf den Keks, du weißt gar nicht mehr, was du damit machen sollst, ja, und eins kommt aufs andere, kommt aufs andere, kommt aufs andere, also nicht mal, dass es dann irgendwie, ach ja, dann ist das so, sondern es kommen gerade mehrere Dinge zusammen, die dich so ein bisschen triggern werden und pushen werden. Und dann sei dir bewusst, okay, du kannst wählen, wie du damit umgehst. Ja,
Du wirst ein Gefühl verspüren und vielleicht verspürst du das jetzt auch schon, ein bisschen so wie ich bin aus meiner Mitte draußen. Ich weiß gar nicht, wo der Halt in mir ist. Und das ist okay, ja. Aber dann such den Halt nicht draußen, weil das wird dir nur noch mehr irgendwie auf den Zeiger gehen. Sondern sei okay damit, dass es sich gerade so anfühlt, lauf davon auch nicht weg oder versuch es zu ändern und dann komm wieder zurück zu dir. Und einer der besten Wege, wie du das machen kannst, ist, was ich gerade vorhin gesagt habe, tu Dinge, die dir gut tun. Geh einen Schritt zurück, ja, mach ein bisschen langsam, sorge für dich, mach das, was sich gut anfühlt für dich, weil damit hebst du deine Schwingung und damit begegnest du dieser aggressiven Energie mehr zentriert, mehr bei dir. Mein Gefühl ist, dass viele von euch sich dem nicht entziehen können, diesen aggressiven Energien, und dass es da einfach gilt, nicht dagegen zu gehen, sondern es anzuerkennen und dann wirklich den Halt in sich wiederzufinden. Ja, und die, die ihn noch haben, diesen Halt behalten, ja, den Halt ehren und immer wieder zu sich zu kommen. Und schau einfach, dass du in den nächsten Wochen so viel wie möglich machst, das dir gut tut und vielleicht auch wirklich Aktivitäten zurückschraubst, vielleicht auch Interaktionen zurückschraubst, dass du einfach nicht so oft getriggert wirst und dich nicht selber so oft in Situationen findest, die konfliktgeladen sind. Auf globaler Ebene, also auch politisch gesehen und so weiter, geht dieses Konfliktpotenzial in die nächste Runde, so habe ich das Gefühl. Also da sind lauter so, wie heißt denn das, so Glutherde, so nehme ich es wahr. Und da kann hier und da immer wieder was hochfeuern. Dann geht es wieder runter, dann kommt das nächste, so sehe ich das. Und da sind wir wirklich auch angehalten, die Ruhe zu bewahren und diese Situation zu halten für die anderen auch. Ja, so das Licht zu halten, diese Energien zu halten, mitzutragen und mit unserem Wohlwollen zu begleiten auf dem Weg der Auflösung. Okay? Und mein Gefühl ist, dass so die letzte Novemberwoche noch irgendwie eine andere Tendenz reinbringen wird. Ich nehme da was wahr, ich kann es noch nicht benennen, aber ich werde, sobald es für mich klar ist, Mitte, Ende November dann da ein aktuelles Video dazu machen. Sobald es für mich eindeutig ist, spürbar ist, dann werde ich es mit dir teilen. Okay? Okay, das ist das, was ich energietendenziell wahrnehme für den kommenden Monat und jetzt auch schon diese letzte Woche im Oktober. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.